Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Goldene Edition Hard Gold. Heute werden wir mal versuchen, Rocco zu besiegen. Und zwar müssen wir zu der angegebenen Zeit, die ich hier gerade im Video einblende, uns in die Höhle von Dicta uns begeben. Dictas Höhle. Und dann müssen wir zu dieser Stelle hin. Beziehungsweise jetzt zu dem Eingang von Vertania City. Moria City. Und hier ist auch schon Rocco. Sprechen wir mal an und wie wir auch bei jedem anderen Arenaleiter es kennen, müssen wir auch hier die Nummer speichern. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir Freitag bekommen. Deshalb mache ich mal ganz kurz Pause und stelle es mal schnell ein. Denn am Freitagabend, die genaue Uhrzeit tun die Böcke von PokeWiki nicht sagen. Wenn ich die Zeit herausfinde, dann schreibe ich das dann natürlich auch wieder in der Videobeschreibung und auch hier im Video hin. Findet das Match statt. Wir rufen ihn einfach mal jetzt an. Da, Pokécom. Ganz runter zur Rocco. So. Ach, samstags? What the fuck? Natürlich am Samstag findet das Match statt. Jetzt habe ich mich verkackt. Ja. Bah! Was für ein Zufall, toll! Dabei bin ich direkt hier bei dir an der in der Arena, beziehungsweise in der Nähe. Aber egal. Wir fliegen mal schnell runter, wie gesagt, zum Dojo und fordern ihn heraus. Rocco, der Arenaleiter. Der erste Arenaleiter, den man meistens bekämpft, wenn man seine Pokémon, seine Trainerkarriere anfängt, es sei denn, man wohnt in Johto. Quatsch, was ist los mit mir? Kanto natürlich. Und ja. Jetzt werden wir wohl ein weiteres Mal gegen antreten. Bin gespannt, wie wir abschneiden werden. Ich tue es einfach mal meinen Hundemon anfangen lassen. Und ich kann mit Stolz verkünden, dass ich zwei neue Teammitglieder in meinem Team habe. Ich habe euch ja letzten Part gesagt, dass ich einige Pokémon gefangen und von anderen Editionen hier rübergetauscht habe. Und ich versuche jetzt einfach mal mit Regeschmied mich zu boosten. Ich hoffe, dass die erste Attacke von hier was meinen Hundemon nicht besiegt. Und zwei von den Pokémon, die ich getauscht habe, befinden sich jetzt in meinem Team. Die werde ich euch gleich präsentieren. Bitte überlebt. Bitte. Natürlich nicht, aber egal. War ja so klar. Ja, ja, lacht mich aus. Wir schmeißen einfach mal Mammutl rein und machen einfach mal einen Blizzard. Hat es ja im letzten Part erlernt. Was ich auch sehnsüchtig erwartet habe. Endlich mal hat Mammutl eine erste Attacke, die auch richtig reinhauen tut. So, ein One-Hit bei Geowatz gleich Kill. Und es gibt das nächste Pokémon, das ist ein Relikant. Da kann ich auch mein allererstes Pokémon, also mein erstes Pokémon der beiden neuen, mal in den Kampf schicken. Und zwar ist es ein Tropius. Gefangen in der Safari-Zone. Und ich habe es ein bisschen nach wie vor trainiert und ein Set von Smogon benutzt. Und zwar Energieball, Ruheort, Toxin und Wirbelwind. So, diese Attacken haben es drauf, jetzt bekommen wir einen Kopfstoß ab, was eine Gestellsattacke ist, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Und wir kriegen fast eins auf die Fresse. So, die Karte ist sogar schneller als wir, aber das juckt uns überhaupt nicht. Der Energieball sollte eigentlich, da es ja eine Vierfachschwäche für Relikante sollte, Enkel werden, und das ist es auch. So. Damit hätten wir das Pokémon besiegt. Das Truppenstand ist nur das aus Silver-Edition, wie ihr gerade gesehen habt. Hat es spezielle Erfahrungspunkte bekommen. So, Rhymeidon, das werden wir jetzt mit Herbert knicken. Wir wissen ja, dass Rhymeidon von allen nicht legendären Pokémon, glaube ich zumindest, die höchsten Angriffswerte besitzt. Aber Verteidigung sollte es eigentlich so hoch sein, sagen wir einfach mal so. Wir machen einfach mal Surfer. Und siehe da, war mein Winstop. So.
Er hat einen Onix, das weiß ich. Es kommt aber ein Kabutops rein. Da können wir mal... Ich muss kurz was schauen. Ich weiß nicht, ob es das können, aber ich tue es einfach mal. Wir tun einfach mal Rampager reinschmeißen. Und zwar ist Rampager mein zweites Pokémon, das ich schnell gefangen habe. Ein Ursaring. Ja, ein Ursaring. Ich finde den Backsprout cool. Ich habe ihn bis jetzt noch nie gesehen. Wir werden einfach mal mit Knirscher angreifen. Den Knirscher ist ja für mich kein normal. Also nicht sehr effektiv. So. Jetzt bekommen wir noch einen Steinhagel. Mal schauen, wie Rampager das wegstecken tut. Ganz okay. Einfach nochmal Knirsch einsetzen. Jetzt wird sich wahrscheinlich heilen nach dem weiteren Steinhagel Fragezeichen. Ja, okay. Kennen wir doch schon. Aber das werden wir auch tun. Wir haben ja noch ein paar Top-Tränke von damals noch in unserer Tasche. Jetzt werden wir einen noch benutzen. Aber das wird wahrscheinlich der Rocko auch machen, aber mit Top-Genesung diesmal. Wie auch sonst. Was habe ich gesagt? Aber jetzt müssten wir eigentlich mit Knirscher etwas mehr Schaden machen, denn gerade eben hat Knirscher die Verteidigung von Kabutops etwas in die Tiefe gezogen und es zieht viel mehr ab. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so viel abzieht. Ich habe gedacht, etwas weniger als... etwas mehr als die Hälfte, aber das war jetzt mal wirklich ganz schön viel. Jetzt setzt es Ausdauer ein, das heißt, diese Knirschattacke wird es auf jeden Fall mit einem KP überstehen. Frage ist, ob er sich jetzt wieder heilt. Wir werden einfach mal Schlitz einsetzen. Aber diesmal heilt er sich nicht. Kabutops geht down und wir halten auch unsere Erfahrungspunkte. Und jetzt kommt das Onix rein und ich werde jetzt einfach mal unser Trupp jetzt nochmal reinschmeißen. Ja, warum hat er eigentlich ein Onix und kein Stalos? Fragen sich einige. Ganz einfach, er ist ein Gesteinstrainer, also ein Arenaleiter mit Gesteins-Pokémon und wir setzen einfach mal Ruheort ein, damit wir ein bisschen mehr KP bekommen. Und damit er auch wirklich nur Gesteins-Pokémon bei sich dabei hat, hat er wohl deshalb kein Stalos. Beziehungsweise er hat sein Onix nicht zu Stalos weiterentwickelt. Damit das mal geklärt ist. So, wir machen einfach mal Toxin und schauen mal, ob wir überhaupt treffen. Tatsächlich und... Ja. So. Sandsturm tobt. Wir kriegen so wenig Schaden. Aber dafür... kommt Tonix auch etwas Schaden, wegen dem Toxin natürlich. Und wir halten uns ein wenig Überreste, die ich meinem Pokémon noch mitgegeben habe. So, jetzt bekommen wir noch eine deftige Portion von Steinhageln-Körner oder was weiß ich was ab. Was wir aber ganz gut weggesteckt haben. Jetzt machen wir einfach mal Wirbelwind, um das andere Pokémon, was er doch in seinem Team hat, auch zu vergiften. Und zwar Amoroso. Wassergestein, das andere Fossil-Pokémon, neben Kabutops und Amaidon. So. Musst du nochmal vergiften. Antikkraft, dann kriegt er wahrscheinlich einen Werteboost, weil Antikkraft erhöht ja alle Werte außer Genauigkeit und Fluchtwert. Und genau so ist es. So. Damit hat auch unser Trupp seinen Job erfüllt. Deshalb tauschen wir es mal wieder aus. Nachdem der Sandsturm den Schaden an die Pokémon verteilt hat. Nach dem Zeichen und. Mal schauen, zu welchen Pokémon wir jetzt austauschen. Ich weiß, dass mit Dingen zwar. Ja, einfach mal so ein Foto. Ich weiß, dass mit Hundemon war etwas dumm von mir, aber. Was erwartet ihr von mir? So, Antikraft sollte nicht so viel ziehen, auch mit Boost von Antikraft gerade eben. So. Jetzt hauen wir mal ein Erdbeben drauf. Sollte eigentlich ein ganz schön kritischer Treffer für Amoroso werden. Aber killt es nicht. Ja, okay.
jetzt bekommen wir aber deftigen Lake oder Lake Up, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, und das besiegt mein Mammutel. War ja klar, weil wenn Lake oder Lake, ich weiß nicht, einfach, es zieht einfach viel mehr ab, wenn die KP des Pokémon, des Anwenders, weniger Safety sind. Ich glaube, so war das. Und jetzt kommt das Onix wieder zurück. Das wird dann Herbert wohl mit einem kurzen Prozess erledigen. So. Das, what the fuck? Lass das kitzelt, hat er gesagt. Was meinst du damit, Perversling? Wir wissen ja, dass ein Anime nach so einem Frauenheld ist, aber dass er jetzt so übertreibt. Ja. Damit hätten wir auch gegen Rocco das Rematch gewonnen. Tja. Und damit war es auch schon. Im nächsten Part müssten wir, was ist eigentlich das nächste? Ich glaube, die nächste ist dann wohl Misty. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.